Die Initiative für das Ganze, was wir jetzt Basic Income March gekauft haben, kam eigentlich aus New York vor ein paar Monaten. In Harlem sind ein paar Leute auf die Straße gegangen und haben sich, weil es ein ganz guter Erfolg war, überlegt, das nochmal zu machen. Und vor zwei Monaten sind wir dann in Berlin mit diesen Leuten in Kontakt geraten und haben gedacht, okay, dann können wir das eigentlich auch global aufziehen. Wie gesagt, das war vor zwei Monaten und heute und morgen zusammen haben wir mittlerweile 31 Städte in 14 verschiedenen Ländern auf allen sechs Kontinenten, also außer der Antarktis, vielleicht findet sich da noch jemand, aber ja, also innerhalb von zwei Monaten haben wir es geschafft, das alles auf die Beine zu stellen und genau, wer weiß, was wir dann nächstes Jahr noch alles schaffen. Und genau, in den USA, ich wollte jetzt ganz kurz noch was darüber erzählen, weil da passiert gerade recht viel. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es geht jetzt gerade darum, wer als nächstes gegen Trump antritt. Und sieht ganz gut aus, weil 3 von den 12 demokratischen Kandidaten, die im Rennen sind, die sprechen sich gerade jetzt aktuell für das bedingungslose Grundeinkommen aus. Also mit ein ganz bisschen Glück schaffen wir es, dass in den USA dann eine Präsidentin oder ein Präsident nächstes Jahr für das bedingungslose Grundeinkommen ist. Und neben dieser Tatsache werden auch noch ganz viele andere Sachen da stattfinden. Also es gibt nicht nur den Basic Income March, wo wir jetzt Teil von sind, sondern auch das Income Movement. Das sind quasi die gleichen Leute und die haben viel vor. Es wird zum Beispiel, das habe ich gestern auch gerade erst erfahren, in allen Bundesstaaten in den USA werden Leute in den nächsten Monaten ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. Das wird sozusagen so ein Initialexperiment sein. Genau, so viel sozusagen vom über den Atlantik. Und bei uns passiert natürlich auch sau viel. Also wir sind ja heute hier zusammen mit Mein Grundeinkommen, sind dabei Expedition Grundeinkommen. Die wollen dafür sorgen, dass eine Volksinitiative stattfindet in 5 verschiedenen Bundesländern, sodass wir dann quasi in spätestens 2 Jahren in mindestens 5 Bundesländern Experimente laufen haben und gucken können, was passiert und wie die Leute dann so drauf sind, wenn sie zum Beispiel 1.000 Euro pro Monat kriegen. Genau, und wir werden heute noch ganz viel von diesen Organisationen und diesen tollen Menschen hören. Es wird auch jemanden geben, Jens. Jetzt habe ich doch beraten. Jens, der selbst ein Grundeinkommen bekommen hat, der wird uns später was erzählen, wie es ihm damit so ging. Genau. Und jetzt gebe ich mal ab das Wort an Frigga und an Claudia. Die werden uns heute bedingungslos begleiten und deswegen gebt mal einen ganz großen bedingungslosen Applaus für uns und für die beiden. Ich freue mich sehr, dass dieser Basic Income March hier jetzt zustande gekommen ist, dass wir in Berlin auch zeigen, dass wir dabei sind. Und ja, ich möchte als erstes mal darauf hinweisen, dass ganz viele verschiedene Grundeinkommensinitiativen hier vertreten sind. Also es ist, sind Leute von Mein Grundeinkommen da, von der Partei Bündnis Grundeinkommen. Etwas abseits, wenn ihr das seht, hinter euch, da sind Solarpaneele zu sehen. Das ist die Initiative Naturgegebenes Grundeinkommen. Und da sitzen auch Leute in Liegestühlen daneben, die lassen nämlich die Sonne für uns arbeiten, unser aller Grundeinkommen erwirtschaften. Ansonsten sind sehr viele Einzelaktivisten, die ich hier gesehen habe. Initiative Grundeinkommen Berlin ist auch dabei. Also ich habe sehr, sehr viele Menschen gesehen, die sich anderweitig schon fürs Grundeinkommen einsetzen. Und ich freue mich darüber, wenn viele unbekannte Gesichter dazukommen, die auch das Grundeinkommen in die Welt tragen und weiter verbreiten. Ja, ansonsten habe ich hier eine Liste. Ich weiß nicht, ich darf die jetzt schon verraten, Claudia, die ganzen Leute, die hier heute Reden halten. Weil offenes Mikro war jetzt erstmal zu kompliziert, deswegen haben wir ein paar Leute, die gleich was sagen werden. Und zwar haben wir DJ Fresh Flug, aka Fluki, dabei am Start. Fluki ist als Hip-Hop-DJ in ganz Deutschland unterwegs und sie wird uns etwas darüber berichten, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen alleinerziehenden Eltern, was zu 90% Frauen sind, entlasten würde und wie diese Stärkung von Alleinerziehenden dem gesellschaftlichen Allgemeinwohl dient. Ein Applaus einmal bitte für Fluki. Weiterhin haben wir heute den Joy Ponada hier, der macht mit bei Expedition Grundeinkommen.
Er gehört zu einem Team, welches in Schleswig-Holstein eine Volksabstimmung zum BGE beantragen möchte. Vielleicht hat der eine oder andere das schon gesehen. Es gibt eine Unterschriftensammlung im Internet und es werden 25.000 Unterschriften benötigt. Ich glaube, die sind schon fast erreicht, noch nicht ganz. Also verbreitet es ein bisschen weiter, dann wird das vielleicht klappen. Er wird bestimmt dann auch mehr dazu erzählen.